1:2 verloren gegen Beşiktaş Istanbul und ich finde, diese Niederlage wäre nicht nötig gewesen. Aber alles der Reihe nach. Wir sind zunächst einmal gegen die Mannschaft von Valerian Ismail, der ja mit Werder Bremen 2004 als Spieler das Double gewann. Wir sind gegen die erst einmal ganz gut ins Spiel gekommen, ließen in den ersten 30 Minuten Ball und Gegner ganz gut laufen, hatten eine recht hohe Passsicherheit, das sah ganz gut aus, nur das Einzige, was gefehlt hat, das war der Führungstreffer. Dann aber nach 30 Minuten haben wir das Spiel etwas zu sehr aus der Hand verloren. Da kamen die Türken etwas besser rein, da hatten sie auch die ein oder andere Torchance. Da ein Schuss aus kürzester Entfernung, den Pablas wirklich Weltklasse mit der Hand gehalten hat, da hat er die Hand mal gerade eben noch hochbekommen und den Ball abwehren können. So endete die erste Halbzeit 0:0. In der zweiten Halbzeit sind wir wiederum besser ins Spiel gekommen. Da sind wir auch verdient in Führung gegangen durch ihren Dingschi. Das war ein schöner Angriffszug. Den Schuss konnte der Beşiktaş-Torhüter erst noch halten. Dann aber musste er nur noch den Fuß hinhalten und unsere Führung war da. Dann aber haben wir den Faden wiederum, wie ich finde, völlig unerklärlich verloren. Da kamen die Türken wieder richtig gut rein. Da hatten sie auch den Foul-Elfmeter, der wurde verwandelt 1:1 und dann haben die das Spiel gedreht, sind mit 2:1 in Führung gegangen und ja, da haben die türkischen Fans natürlich gejubelt. Ich finde, das war absolut nicht nötig. Das war das 1:2, da war die Zuordnung überhaupt nicht da. Ich frage mich, was da bei Christian Groß los gewesen ist. Da hat er überhaupt nicht aufgepasst. Das sah überhaupt nicht gut aus in der zweiten Halbzeit. Was bleibt mir letzten Endes zu sagen? Es liegt noch vor uns eine ganze Menge Arbeit an. Das nächste Spiel haben wir am 16. um 15:30 Uhr in Lohne gegen Twente Enschede. Und da wird sich wohl eher zeigen, wer in der Pflichtspielsaison zunächst auf dem Platz stehen wird. Da wird sich wohl schon eher eine Startmannschaft herauskristallisieren. Es sei denn, dass ich noch einen Testspielgegner für den Tag der Fans finden würde. Das würde mich persönlich wirklich, muss ich sagen, das würde ich dann durchaus auch noch bevorzugen, denn das war in den letzten Jahren war es immer so gewesen, dass wir am Tag der Fans noch ein Highlight hatten in Form eines Testspiels gegen einen attraktiven Gegner. Also ich würde es durchaus sehr begrüßen, wenn auch diesmal wiederum so ein Spiel stattfindet. Aber jedenfalls, das Trainingslager im Zillertal ist abgeschlossen. Was bleibt mir dazu letztendlich zu sagen? Ich finde, es hat sich eine ganz gute Mannschaft gefunden. Leider, das Testspielergebnis heute, das war nicht so wirklich optimal für uns. Aber ja, wie schon gesagt, man darf eins nicht vergessen. In dieser Zusammenstellung wird der Kader wohl nicht so ohne weiteres mehr spielen. Es muss ja alles erstmal noch richtig finden. Wir haben neue Leute und das geht nicht von jetzt auf gleich, bis sich das gefunden hat. Die nächste Gelegenheit am kommenden Samstag 15:30 Uhr in Lohne gegen Twente Enschede, dann über die Spieldauer von 2x60 Minuten. Das war's auch jetzt wieder von mir. Ich will mich spätestens am kommenden Samstag nach dem Testspiel in Lohne bei euch wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Samstag, ein schönes Wochenende und nicht vergessen, lebenslang grün-weiß.